Ja, willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3, die Ork-Kampagne. Wir beginnen mit dem Interludium, der Untergang Lordaeron's. Der Untergang Lordaeron's. In der Zwischenzeit, weit entfernt in Lordaeron, wo die brennende Legion ihre Invasion beginnt. Grüße, mächtiger Manoroth. Wie läuft die Invasion? Pah, diese schwachen Menschen sind keine Gegner. Dann hat die Geißel ihre Sache gut gemacht, im Gegensatz zu manch anderen. Verspottet mich nicht, Schreckenslord. Ich weiß, dass die Orks versagt haben. Wenn ich sie finde, ziehe ich sie persönlich zur Rechenschaft. Ja, genau darum bin ich gekommen. Es interessiert euch vielleicht, dass die Orks gar nicht mehr hier sind. Was? Seid ihr sicher? Absolut sicher, Manoroth. Meine Agenten sind zumindest immer zuverlässig. Sie sagten mir, die Orks seien in Kalimdor gelandet. Kalimdor? Aber wie kann das sein? Ha! Die Orks gehören rechtens mir. Ich werde sie einfordern, wo immer sie sich verkriechen. Und ihr gehört mir, Manoroth. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und warten. Trotz ihres Versagens könnten sie uns noch nützlich sein. Ja, das war Manoroth. Über den werden wir noch ein bisschen was erfahren im Verlauf, meine ich. Deswegen will ich da vorab noch nicht viel verraten. Nur so viel, er ist einer der etwas höher gestellten Generäle der brennenden Legion. Aber nun zu Kapitel 3, der Ruf der Warsong. Warsong. 5 Tage später im Vorgebirge der Stone-Tellun-Berge. Bekannt als Steinkrallengebirge, meine ich. Kriegshäuptling, wir streifen seit einer Woche durch dieses Ödland und kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. Wir müssen unsere Kräfte mit echten Gegnern messen. Ja, Langeweile und die sengende Sonne machen uns nervös. Aber wir müssen weiter. Beim Orakel wird alles klar werden. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Und sie kämpfen gegen Menschen. Was? Loktar-Krieger! Hellscream braucht Hilfe! Elende Orks! Wie könnt ihr uns in dieses Land folgen? Haltet die Luft an, Mensch! Ihr braucht sie zum Schreien, wenn ich euch zerfleische. Ja, das sind die berüchtigten Warsongs. Die Geister. Unter dem Kommando von Grom Hellscream. Ein Klingenmeister. Muss was getan werden? Ich bin der Kriegshäuptling. Wir kloppen mal die Gebäude der Stormguard-Brigade kaputt. Und unterhalten uns, denke ich mal, dann mit Grom. Also weiter. Was soll das alles? Wie um alles in der Welt kommen diese Menschen hierher? Genau wie wir, kleiner Bruder. Offenbar führt ein schwaches Mädchen namens Proudmoor sie an. Ihre Streitkräfte haben den Pass nach Norden gesperrt. Wir müssen trotzdem über diesen Pass. Unsere Jäger sollen die Gegend erkunden, während wir das Lager aufschlagen. Bis dahin werden die Menschen nicht angerührt. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Ja, unsere Hauptquest, ein Haupthaus errichten. Das machen wir doch mal direkt. Alles klar. Ja, wir haben eine schicke Goldmine direkt zum Anfang. Das ist das Lager der Warsongs. Schon ziemlich ausgebaut, das Ganze.
Ja, aber wir kümmern uns erstmal um unser eigenes Lager. Muss was getan werden? Wir bauen Orkbaue. Das kann ich. Wir bauen eine Kriegswerkstatt. Aber gern. Und wir bauen eine Kaserne. Arbeit, Arbeit. So, dann haben erstmal alle was zu tun. In der Zeit schaue ich mich mal ein bisschen um. Ja, anscheinend hat Grom es auch irgendwie geschafft, ja, sich durch das Brachland zu kämpfen. Für und ist dann hier im Steinkrallengebirge hängen geblieben. Dabu. Ja. Ja, er hat uns halt erzählt, dass der ganze Pass von Menschen für kontrolliert wird. Hm. Was das bedeutet, sehen wir doch im Verlauf dieser Mission. Dabu. Für die Ehre. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht vorgestellt. Das ist die Kodo-Bestie. Also die Kodo-Bestie haben wir in der letzten Mission schon gesehen. Diesmal wird sie aber von einem Ork geritten. Die Geister sind ruhelos. Dieser Ork schlägt unablässlich auf zwei Trommeln, was den Schaden aller Einheiten im also in der Umgebung erhöht. Für die Ehre. Ist auf jeden Fall praktisch. Arbeit abgeschlossen. So, unsere Sachen sind soweit fertig, bis auf das Haupthaus. Die können schon mal Holz hacken gehen. Muss was getan werden? Wobei, wir brauchen vielleicht noch einen Orkbau. Das kann ich. Ja, wir haben eine Kaserne. Also weiter. So. Ja, wie gesagt, ist halt eine unterstützende Einheit. Kann verschlingen. Das bedeutet, sie futtert einfach eine der gegnerischen Einheiten auf. Und solange die Kodo-Bestie am Leben bleibt, nimmt die Einheit, die Kodo-Bestie gefressen hat, Schaden. Bis sie dann am Ende komplett praktisch verdaut ist. Ich bin der Kriegshäuptling. Ist ganz praktisch, um die Größe der gegnerischen Armee einzuschränken. Im Multiplayer glaube ich nicht so viel genutzt. Bin mir da aber nicht so sicher. So. Wir haben das Haupthaus jetzt fertig. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Und hey, besetzen erstmal die Mine. Wir haben mehrere Menschenlager in der Nähe entdeckt. Außerdem ein Goblin-Labor im Schutz seines Lagers im Norden. Interessant. Wenn wir ungehindert bis zu den Goblins gelangen, können wir ihre Zeppeline mieten und über den Pass fliegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wir gönnen uns mal die ganzen Upgrades gleich. Bereit zur Arbeit. Sind auf jeden Fall wichtig. Muss was getan werden? Ja, wir machen das eigentlich wie in jeder Mission vorher auch. Wir sichern zuerst unsere Basis ein bisschen ab. Was ihr wolle. Bereit zur Arbeit. So, wie viele Holzfäller haben wir? Wir haben 2 Holzfäller. Das heißt, wir gehen noch auf 5 hoch. Da baue ich hier so ein bisschen Verteidigung auf. Ja, und Grom kann es nicht lassen und rennt los. Wir haben nur diese eine Goldmine in der Mission, deswegen würde ich auch gerne noch Plündern erforschen. Bei Angriffen von Peons, Grunzern und Räubern werden Rohstoffe erbeutet, wenn Gebäude getroffen werden. Ich kann nicht mehr warten. Die Menschen müssen gemetzelt werden. Kriegshäuptling, der Warsong-Clan greift die Menschen entgegen euren Befehlen an. Verdammt! Nun müssen wir wohl oder übel kämpfen. Verstärkt unsere Abwehr. Um Hellscream kümmere ich mich später. Ja. Grom hat hier einfach über den Befehl von muss was getan werden? Von Thrall hinweg entschieden und greift nun die aber Menschenlager an. Die Geister sind ruhelos. Wir können ihn aber noch gar nicht so gut unterstützen, da wir selber noch keine wirkliche Armee haben. Es wird sich aber auf jeden Fall ändern. Alles klar. Aber jetzt bauen wir erstmal ein bisschen Verteidigung auf. Und bauen dann erstmal zur Hochburg aus. Ja, mit der Truppe, die wir hier haben, können wir auf jeden Fall schon mal gut verteidigen. Gut. Muss was getan werden?
Forschung ab und Verstand wird angegriffen. Ja, da kommen auch direkt die Menschen, um uns anzugreifen. Ich kann das ja mal eben mit dem Verschlingen demonstrieren. Wir fressen den Scharfschützen auf. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Was nun zur Folge hat, abgeschlossen, dass der langsam verdaut wird. Die Geister sind ruhelos. Was ihr wolle. So. Arbeit abgeschlossen. Der baut uns noch einen Verteidigungsturm. Aber gern. Und die Leute ziehen sich dahinter zurück. Ja, Grom lebt wieder, das heißt, er wird wohl bald zum neuen Angriff ausrufen. Ich baue mal einen Altar der Stürme, falls Thrall sterben sollte. Arbeit. Was ich eigentlich nicht vorhab. Oder geplant habe. Dann können wir ihn wenigstens schnell wiederbeleben und wir müssen nicht noch erst einen Altar bauen. Dann haben wir den schon mal. Ich werde mich ab sofort an den Angriffen der Warsongs beteiligen. Einfach, weil wir dann schon mal ein bisschen Schaden machen können. Ich werde aber wie gesagt gucken, dass wir Thrall möglichst nicht verlieren. So, wir setzen weiterhin auf Grunzer. Unsere effektivste Nahkampfeinheit. Arbeit abgeschlossen. So, einen letzten Turm baue ich noch. Aber gern. Und dann geht's erstmal an Orkbaue und so weiter. Für mehr Supply. Mein Leben für die Horde. Ich bin der Kriegshäuptling. Meister. So, der kommt mit in den Trupp. Der Altar ist gleich fertig, dann kann der schon mal wieder Holz hacken gehen. Und das Upgrade ist fertig. Oder gleich. Arbeit abgeschlossen. Ja, der Scharfschütze wurde vollständig verdaut. Okay, an dem Angriff beteilige ich mich jetzt noch nicht, weil ich das zu spät gesehen habe, dass Grom losgelaufen ist. Wir können aber keine weiteren Upgrades holen, obwohl wir abgebaut haben. Der Warsong-Clan greift ein weiteres Menschenlager an. Ja. Vielleicht ist das unser Schicksal, für immer und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Das wäre auf jeden Fall ein trauriges Schicksal. Ja, Gilneas, Arbeit abgeschlossen. Gilneas ist einer der Zwergenkönige von Lordaeron. Was ihr wolle. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Soweit ich mich recht entsinne. Ja. Was ich habe schon gefragt, warum ich so wenig Holz reinbekomme. Wenn die alle nicht arbeiten, dann kein Wunder. Okay. Wir postieren also unsere Einheiten hier oben, damit wir schnellstmöglich, falls Grom wieder losläuft, uns an dem Angriff beteiligen können. Das Bestarium ist dann auch fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das kann ich. Und dann werden wir einfach Grunzer und Räuber bauen. Ja, wir können uns leider nur das 1-1 Upgrade gönnen. Für die Ehre. Sollte aber auf jeden Fall reichen. So, mehr Grunzer. Vielleicht brauche ich doch eine zweite Kaserne. Ja. Denn Grunzer sind wichtig, die brauchen wir. Kann man nie genug von haben. Arbeit abgeschlossen. Bau einfach mal eine zweite. Einstöhnen wurde noch nicht erforscht. Also weiter. Müssen wir also noch tun. Machen wir dann auch direkt mal. Mein Leben für die Horde. Ja, wir können natürlich dann gleich, wenn wir eins der Menschenlager zerstört haben, dann auch die Goldmine da nehmen. Ich bin der Kriegshäuptling. Werden wir auf jeden Fall alles gleich sehen. Ja. Auf jeden Fall werde ich mich gleich mal an einem Angriff beteiligen. Ich setze den Sammelpunkt mal auf Thrall. Der übrigens ein Level höher ist. Ja, ich nehme Wildgeist Stufe 2, oder? Ich nehme mal Fernsicht. Mein Leben, die Geister. Für die Dann können wir mal ein bisschen scouten. Für die Ehre. Hier ist nämlich noch ein Lager, was wir allerdings jetzt nur halbherzig aufgedeckt haben. Ja, das bringt auch nicht so viel. Na gut. Wir bauen erstmal weiter fleißig Truppen Arbeit nach. Abgeschlossen.
Der Grom ist wieder da, das heißt, er wird dann gleich wohl oder übel wieder angreifen. Wir brauchen mehr Bauernhöfe, das können wir auch ändern. Aber gern. Ja, wir haben hier schon eine kleine Verteidigungsfront aufgezogen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei wir die Flagge der Blackrock Orks haben. Naja. Mein Leben für die Horde. Ist wohl vielleicht ein klitzekleiner Fehler. Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Ja. Also weiter. Grom entschließt sich anscheinend wieder, eins der Lager anzugreifen. Wir unterstützen ihn dabei, um möglichst viel Schaden anzurichten. Ich werde jetzt hier in der Mission nicht auf Micro achten. Wir werden einfach gnadenlos Menschen angreifen. So wie der Warsong Clan ebenfalls. Und einfach immer bei jedem Angriff versuchen wir, so viel Schaden wie möglich zu machen und so viel kaputt zu machen wie möglich. Was ihr wolle. Die Geister sind ruhelos. So. Wir greifen an. Gut sein, der Furchtlose haut erstmal ein Gottesschild raus. Das nenne ich mal furchtlos. Ich kann ja mal die Wildgeister zeigen. Das sind zwei Wölfe, die für uns kämpfen. Ja. So, wir produzieren weiter nach. Und widmen uns dann wieder dem Kampf im Menschenlager. Kettenblitz ist einfach so genial, finde ich. Der macht einfach so guten Schaden. So, ich hätte gerne den Turm kaputt. Ja, und mit unserer Hilfe, also mit der Hilfe von Thrall, schafft Grom das auch, das Lager hier zu zerstören. Ich werde schon mal ein paar Peons schicken, die sich dann um den Aufbau eines neuen Lagers hier kümmern. Denn Gold ist nicht schlecht hier in dieser Mission. Bereit zur Arbeit. Wir haben die Upgrades relativ schnell bekommen, deswegen haben wir jetzt auch kein Problem. Ja, durch Plündern bekommen wir jetzt halt mehr Gold, wenn wir gegnerische Gebäude angreifen. Das ist sehr gut, finde ich. Denn je mehr Einheiten wir haben, die verschiedene Gebäude angreifen, desto mehr Gold strömt in die Kassen. Das heißt, wir können uns mit dem Peon eigentlich gleich direkt schon ein Haupthaus leisten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir brauchen mehr Bauernhöfe. Also bauen wir mal einen. Das kann ich. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. So, der Peon ist da. 450 Gold, das sollten wir gleich durch Plündern gut drin haben. Ja, haben wir jetzt. Also bauen wir hier ein Haupthaus hin. Das wird direkt. Ja. So. Unsere Stadt wird angegriffen. Das finde ich aber gar nicht nett. Ja, man sieht schon, die Türme der Orks halten nicht so viel aus wie die der Menschen. Ist aber nicht weiter schlimm. Was getan werden? Ja. Ja, der kann sich dann mal um die Reparatur hier kümmern. Alles klar. So. Ja, wir haben die Menschen hier unten besiegt. Kein Problem soweit. Bereit zur Arbeit. Wir haben jetzt noch das letzte Gold aus den beiden Gebäuden. Ja, Grom greift schon wieder an. Wenn sich das noch lohnt, schließe ich mich dann dem Angriff an. Wir holen uns den Kittenblitz der Stufe 3. Okay, Krall stürmt wieder auf, Grom stürmt wieder auf das blaue Lager zu. Da werde ich mich mal anschließen.
Arbeit muss was getan werden. Werd dann hier natürlich noch ein bisschen Verteidigung aufziehen. Ne, Sral nach Grom läuft gar nicht. Der läuft zu einem anderen Lager. Ja gut, wir machen trotzdem mit. Was ihr wolle. Ja, den wollte ich dann anscheinend was da runter schicken. Okay, der kommt dann auch hier hin. So, da haben wir hier schon mal eine neue Basis. Was denn hier? Kultiras. Kultiras, das ist die Seefahrernation von Lordaeron. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich das noch lohnt. Ja doch, wir greifen jetzt mal mit an. So viel Ork können die Menschen auch nicht vertragen. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Also weiter. Die Geister. Ich stürme einfach mal mit einer kompletten Übermacht ein. Lange können die sich nämlich dann dagegen nicht halten. Arbeit abgeschlossen. So, wir sammeln jetzt mal fleißig Gold. Für weitere Grunzer und Räuber. Mach mal bitte den Turm kaputt. Eure Zeit ist gekommen. Für die Ehre. Ja, wir jagen mal einen Kettenblitz durch die Milizen. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja, unsere Stadt wird direkt angegriffen. Das ist echt blöd. Wir ziehen uns schnell zurück, um die Stadt zu verteidigen. Braucht ihr was? Wir schicken die Einheiten dann auch mal dahin. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir diese reparieren. Ne, dann greifen die Peons an. Das ist blöd. Ja, lassen wir Grom hier mal ein bisschen kämpfen. Ja, muss ich hier noch ein bisschen mehr Verteidigung aufziehen. Ja, mit dem Helden dabei ist das echt blöd. Meister, braucht ihr was? Kein Problem. Ja, Häuptling. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Was ihr wolle. Ich bin der Kriegshäuptling. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir da angegriffen wurden. So, wir greifen das Lager von Kultiras erneut an. Einfach aus dem Grund, weil das im Moment das Lager ist, das am meisten geschwächt ist. Und bauen dann noch mehr Türme als beim letzten Mal. So, wir stürmen in das Lager der Menschen. Und wir bauen den letzten Orkbau. Das kann ich. Wegen unserem Supply, dass wir auf 90 kommen. Ja, ich weiß nicht, ob vier Türme diesmal reichen. Die haben ja auch schon gegen drei Türme gewonnen. Ja, das Lager ist wie gesagt am schwächsten im Moment, deswegen greife ich das als erstes jetzt wieder an. Was Grom gleich macht, ist mir relativ egal. Ich kümmere mich erstmal um den Stützpunkt von Kultiras. Wir erforschen auch mal die Stachelbarrikade. Ist eigentlich ein ganz nettes, eine ganz nette Erforschung. Immer wenn Gegner die Gebäude von uns angreifen, nehmen sie Schaden. Abgeschlossen. Ja, dass da jetzt natürlich wieder neue Einheiten sind, war mir klar. Wir kettenblitzen die mal ein bisschen weg. Ich bin der Kriegsarbeit abgeschlossen. Dann machen wir mal einen Kettenblitz durch die Milizen. Beziehungsweise durch die Arbeiter. Ja, das sollte es mit diesem Lager auf jeden Fall auch gewesen sein. Was ihr wolle. Du bist fertig, du kannst wieder Holz hacken gehen. Und wir rüsten weiter unsere Armee auf. Bestehend eigentlich nur aus Grunzern und Räubern. Forschung abgeschlossen.
Ja, Grom ist natürlich wieder so schlau und greift den blauen Stützpunkt an. Arbeit abgeschlossen. Kann man drüber streiten. Jungs, klopft vielleicht erstmal die Kaserne kaputt. Wäre vielleicht erstmal schlauer. Bereit zum Ausritt. So, das haben wir jetzt eigentlich ganz gut verteidigt, glaube ich. Gold brauchen wir im Moment erstmal nicht. Ich bin der Kriegshäuptling. Meister, was ihr wolle. Also weiter. Lock Regal, Ogal. So, dann haben wir nämlich schon mal das nächste Menschenlager vernichtet. Ich bin der Kriegshäuptling. Und uns schon mal eine Möglichkeit gesichert, für eine neue Mine, falls wir denn irgendwann mal eine neue brauchen sollten. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Na, ich möchte eigentlich nicht mehr als zwei Minen haben, weil wir dann mehr Peons bauen müssen, die uns dann wieder Supply kosten. Lieber mehr Truppen. Für mehr Wumms in der Armee. So, wir knüppeln mal die restlichen Gebäude nieder. Die Geister sind ruhelos. Sagt das Zauberwort. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, wir produzieren fleißig nach. Alles kein Thema. Niemand wird überleben. Lock Regal, Ogal. Für die Ehre. So, wir ordnen uns mal ein bisschen neu. Meister? Ja, Häuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Und ich denke mal, der nächste Außenposten, den wir angreifen werden, wird der Graue sein. Allein weil Grob schon wieder da ist, denke ich mal, werden die sich auch dann für den Grauen entscheiden. Wäre auf jeden Fall gut. Die Geister sind ruhelos. Ja, es hat mittlerweile 615 Mana. Also weiter. Das heißt, wir können Kettenblitz erstmal ziemlich ausgiebig auch nutzen. Wobei, eigentlich müssten wir ja nur den Blauen zerstören, um dann hier an dieses Goblin-Labor zu kommen. Für die Ehre. Die Stacheleber nehme ich mit. Dabu. Für die Ehre. So. Dabu. Ja, wir starten jetzt einfach mal einen Großangriff auf den blauen Stützpunkt. Hoffentlich klappt das. Ja. Braucht ihr was? So viel Horde. Mal gucken, was die Menschen dagegen machen. Ja, unsere Stadt wird von den Blauen angegriffen. Ist das deren Ernst? Wir greifen deren Stützpunkt an und sie greifen unseren an. Nur ihr Stützpunkt ist ihr Hauptstützpunkt. Ja, mit dem Mörsertrupp dahinter ist das natürlich kacke. Ich denke mal, den Stützpunkt werden wir wohl verlieren. Naja. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir dürfen nur diesen Angriff hier nicht verkacken. Wir produzieren mal kräftig nach. Warum sterben jetzt hier so viele in der Reihe? So, wir fokussen mal den Wachturm kaputt. Sehr gut, die kümmern sich schon um den Wachturm. Die kümmern sich um die Kaserne, das ist auch gut. Ja, den Stützpunkt verlieren wir jetzt. Allein, weil die jetzt zu zweit auf uns draufgehen. Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Ja, und Grom ist natürlich wieder so schlau. Wir werden angegriffen. Und greift den Grauen an. Muss was getan werden. Die Geister sind naja. Der Priester hat jetzt nicht ehrlich den Kunstler da getötet. Ja, auf jeden Fall
Das blaue Lager sollte damit auch Geschichte sein. Also weiter. Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Ich schau mal, was uns hier erwartet. Zentauren. Ja. Die Geister sind ruhelos. Okay, wir machen mal einen Alleingang mit Thrall und einem Räuber. Und einem Grunzer. Meinetwegen können wir den auch noch mitnehmen. Noch ein Grunzer. Ja, die wollen alle unbedingt ihren Kriegshäuptlingen helfen, habe ich das Gefühl. Ja. Okay. Das sind auf jeden Fall hartnäckige Gegner. Ja, das schaffen wir wohl nicht, das ist, glaube ich, Verschwendung, aber... Ja, der Held ist wieder da. Nee, das schaffen wir nicht, das ist Verschwendung von Ressourcen. Ich ziehe mich also zurück. Also weiter. Glaubt ihr was? Ich kümmere mich erstmal um den Stützpunkt. Die Geister sind ruhelos. Ja, die ziehen sich auch erstmal wieder zurück, das ist ganz gut. Die sind schon wieder hart im Supply gedroppt. Allein dadurch, dass wir die was ihr wolle. Goldmine nicht mehr haben, haben wir jetzt nicht mehr so viel Gold. Ja, Grom ist noch tot. Ich bin der Kriegshäuptling. Soll uns aber nicht weiter stören. Unser Hauptquest. Ja, optionale Quest. Die würde ich gerne erfüllen, einfach weil das eine optionale Quest ist. Schließen wir die mit ab. Niemand wird überleben. Das bedeutet, wir greifen dann auch gleich noch den grauen Stützpunkt an. Einfach der Vollständigkeit halber wegen. So, dann würde ich gerne doch nochmal hier einen zweiten Versuch starten, was die Lagerplanung angeht. So. Ja, kommt mal alle hier runter und macht mal kaputt. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. So, wir haben den Stützpunkt der Menschenexpedition komplett kaputt gemacht. Sind ruhelos. Jetzt kommt noch der Graue. Ja. Bereit zur Arbeit. Der sollte wirklich kein Problem mehr sein. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold, okay. Bekommen wir spätestens, wenn wir jetzt gleich angreifen. Ich bin der Kriegshäuptling. Und die Gebäude plündern. Muss was getan werden. Sind ruhelos. Ja, ich rufe einfach mal zum allgemeinen Angriff auf. Leute, macht mal Schaden. Tut, was die Orks nicht lassen können. Die haben ganz schön viele Mörsertrupps. Und ganz schön viele Scharfschützen. Sind halt die Zwerge. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So, wir bauen mal das Haupthaus neu auf. Müssen aber ganz schöne Verluste einstecken. Jawohl, das geht. Hier unten. Hier oben sieht es ein bisschen dünner aus. Allein wegen dem Kanonenturm. Das ist echt uncool. So, bitte mal verstärkt auf die Türme gehen. Was ihr wollt. Also weiter. Wir holen uns mal ein paar Wildgeister. Und kümmern uns erstmal um die Türme. Ja. Zeit. Blockregal, egal. Wir sind auf keine Kosten gedroppt. Der Angriff hat uns doch mehr gekostet, als ich vorher geplant hatte. Na gut. Die Geister sind ruhelos. Was ihr wolle. Zeit zu sterben. Hilft nicht in die Kaserne, damit bloß nichts Neues nachkommt. Und jetzt kommt natürlich auch erst Grom, nachdem der größte Kampf schon geschlagen wurde.
Das war wieder typisch Warzone. Ja, unser Haupthaus braucht noch ein bisschen, wobei wir das hier jetzt auch nicht mehr brauchen. Also weiter. So, jetzt können schon mal keine Truppen mehr nachkommen. Wir knüppeln uns mal durch die Brigade durch. Zack. So, und dann würde ich mich gerne schon mal auf den Weg zum hierhin machen. Zum hierhin, ja, das macht Sinn. Die Warsongs können sich dann um den Rest kümmern. Ja. Ich hätte gerne noch einen Wolfsreiter oder zwei. Also weiter. Ja, lassen wir die das mal machen. Wenn sie das jetzt verkacken sollten, wäre das echt bitter. Wobei, das macht ja gar keinen Sinn, was ich gerade mache, fällt mir ein. Denn ich wollte ja unbedingt die optionale Quest noch erfüllen. Und dafür müssen wir ja die alle Gebäude zerstören. Das wird ja ewig dauern, wenn wir das Grom überlassen würden. Wobei seine Sache schon nicht schlecht macht. So, wir machen mal ein bisschen Verteilung. Damit das ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja, dass wir halt nur 1-1 Upgrades kriegen und nicht mehr, ist halt ein bisschen blöd. Aber damit müssen wir jetzt halt leben. Aber dann haben wir auf jeden Fall die optionale Quest fertig. So, dann haben wir das hier auch geschafft. Also weiter. Ja. So, noch den letzten. Ja, die Warsongs ziehen sich schon wieder zurück. Richtig intelligent. So, Menschen befrieden. Sag das Zauberwort. Quest erfolgreich erfüllt. Bereit zum Ausritt. Ja, Häuptling. Quests, ja. Jetzt müssen wir nur noch die Zeppeline sichern. Die Geister sind ruhelos. Und das machen wir jetzt auch eben fix. Mehr Räuber. Ich glaube nämlich, wir brauchen gleich mehr Räuber als Grunzer. Ich bin der Kriegshäuptling. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil ich glaube, hier kommen nämlich noch Harpien. Aber Thrall hat mittlerweile auch schon wieder ziemlich gut Mana-Reserven für mehrere Kettenblitze. Naja, werden wir uns überraschen lassen müssen. Wir haben 5 Räuber. Bereit zum Ausritt. Lokregar Nogal. Das sollte schon mal gut reichen. Dabu. In den Kampf, meine Krieger. Sag das Zauberwort. Wir klöppen alles nieder, was sich der Horde in den Weg stellt. Ja, ich schau mal. Ich meine nämlich, da wären jetzt ein paar Harpien. Für die Ehre. Okay, nicht nur ein paar Harpien, da sind ein paar viele Harpien. Ja, die kümmern sich mal hier rum. Wir kümmern uns mit Thrall mal allein um die Harpien. Ja. Lockner rasch. Wobei das nicht so ein ganz super guter Einfall ist, weil der nämlich doch gut Schaden frisst. Ja, Häuptling. So, wir fesseln mal alle. Was hat denn der gedockt? Rolle der Heilung, das können wir gut gebrauchen. Sag das Zauberwort. Ja. Die Geister sind ruhelos. So, und auf die Königin. Also weiter. Ja, weil der Zentaurenkahn nervt noch ein bisschen. Ja, was hat der? Ja. Oh, Krafthandschuhe. Ja, das können wir als Intelligenzheld natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Also weiter. Dabu. Naja. Für die Ehre. Besser als nichts. Wir spüren die Königin ein. Eure Zeit ist gekommen.
Ja, Reif des Adels, den würde ich aber gerne mitnehmen. Wir droppen das mal und tauschen das dagegen. Weil Reif des Adels ist ein ganz geiles Item. Ja, wir kaufen zwei Zeppeline. Müssen wir die jetzt noch... Ja, zwei Zeppeline müssen wir tatsächlich noch zum Stützpunkt bringen. Das machen wir dann auch direkt. Ja, und Krom gammelt hier in seinem Lager rum. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Ja, das interessiert mich jetzt auch nicht mehr weiter. Wir können nochmal, um ein bisschen die Statistik zu pushen, nochmal ein paar Einheiten bauen. Ist jetzt aber reines Gespiele. Lieber nochmal einen Schluck trinken. Also weiter. Ja, das ist auch so ein Item, wo ich mir so ein bisschen in den Kopf packe. Erhöht die Kraft eines Helden um 1. Erstens, wir sind intelligent, also ein Intelligenzheld. Zweitens, um 1. Das bringt es irgendwie so überhaupt gar nicht. Naja, wir haben die Quest geschafft. Damit können wir den Stone-Talon-Gipfel bis gegen morgen erreichen. Ein wahrer Krieger würde den Menschen den Pass einfach streitig machen. Habt ihr den letzten Rest Verstand verloren, Grom? Ich gab direkten Befehl, die Menschen in Ruhe zu lassen. Was ist nur los mit euch? Schulmeistert mich nicht. Die Jammerlappen verdienten den Tod. Spürt ihr es nicht, Srall? Wie in alten Zeiten, als wären Dämonen nahe. Ich weiß nicht, was in euch und eure Männer gefahren ist, aber diesen Kampfrausch kann ich nicht dulden. Entschuldigt, Srall. Ihr habt recht. Ich werde damit fertig. Das Risiko kann ich nicht eingehen, Grom. Zieht mit eurem Clan in die nördlichen Wälder und baut uns eine Siedlung. Ich stoße zu euch, wenn wir das Orakel gefunden haben. Ja, ein paar harte Worte. Aber als Kriegshäuptling muss man auch mal gegen seine Untertanen durchgreifen. Auch wenn es sich dabei um Grom Hellscream handelt. Ja, das war's für diese Mission. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin.